Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und ich darf euch herzlich willkommen heißen zum kleinsten Simultan der Welt. Ich habe versucht, jetzt spontan einen Simultan auf die Beine zu stellen. Leider muss ich morgen Abend arbeiten, deswegen musste ich den Termin kurzfristig einen Tag nach vorne verschieben. Und ja, hier geht's nun los. Ich habe nur zwei Gegner, deswegen ein kleineres Simultan ist quasi nicht mehr möglich. Und damit habe ich quasi auch einen kleinen persönlichen Rekord hiermit aufgestellt. Ich habe zwei Gegner, der eine ist hier Dr. Reti mit einer Zahl von 1500, hat hier Springer F3 gespielt. Ich fange mal hier mit Springer F6 an und dann hoffentlich geht es zu Brett Nummer 2. Geht es nicht. Jetzt ist die Frage, ob ich hier was nicht richtig eingestellt habe. Ich vermute das fast. Ich gucke da mal ganz kurz. Ja, ich hatte die Funktion automatischen Wechsel nicht aktiviert. Das ist jetzt passiert. Also er spielt hier G3, ich mache hier mal G6, ich mache ihm da erstmal alles nach. Und gegen jungen Schachstrategen habe ich hier Weiß. Das ist schön. Hier werde ich irgendwas Schönes machen. Hier mache ich einfach mal Springer F3. Mal gucken, was Jürgen hier so einfällt. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, es sind halt nur zwei Gegner. Jürgen, der Schachstratege, hier auch ein guter Spieler und aktiver YouTuber. Von daher hier das sicherlich ein schwieriger Gegner. Da wollen wir mal gucken, was hier so passiert. Wir haben neulich schon mal königsindischen Angriff gespielt in einem von seinen Simultanen. Da hatte ich auch Weiß. Das war ganz okay, aber war nicht überragend, was dabei rausgekommen ist. Ist die Frage, ob er gewillt ist, die Variante zu wiederholen. Er hat eine sehr seltene Variante auf dem Brett, die ich leider nicht nachträglich analysiert habe. Von daher ist halt die Frage, ob ich das tatsächlich wiederholen soll oder ob ich was anderes probiere. Allerdings kann ich nicht viel anderes so wirklich gut. Und er ist ja ein guter Spieler und guter Junge auch, von daher werde ich mal beim königlichen Angriff bleiben. Ich gehe jetzt allerdings über die Zugfolge E4 hier quasi wieder in den normalen Sizilianer zurück. Und hier geht es weiter mit Läufer G7. Ja, hier machen wir einfach mal ganz normal weiter, entwickeln uns. Ich bin ja quasi in keinem großen Zeitdruck, dadurch, dass ich wirklich nur zwei Gegner habe. Ich habe auch keine extra Zeit, also wir spielen hier 20 Minuten und 20 Sekunden Aufschlag pro Zug. Jürgen macht hier weiter mit E6. Letztes Mal hat er nicht mit E6, sondern später mit E5 gespielt. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall in was anderem drin. Jetzt mache ich auf jeden Fall D3, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit E6 D5 plant. Und dann kann ich ganz gut Springer D2 spielen, um zu verhindern, dass nach D schlägt E die Damen getauscht werden. Das macht hier durchaus Sinn. C4, ja, kann man natürlich durchaus machen hier. Sehr, sehr flexibel, was das angeht. Kann noch ganz viele Züge machen, kann hier ganz viel draus werden. Ich werde hier erstmal kurz rochieren und gucken mal, was er dann hier so macht. Ja, Jürgen kommt mit D5, das war zu erwarten. Springer D2, hier absolut logisch. Das kann auch über viele Zugwahlen des Grausen Französischen hier gut entstehen. Und ja, hier kommt die Kurzrochade, das war auch zu erwarten. Jetzt ist halt die Frage, wie man sich hier aufbauen möchte. Ich werde hier relativ klassisch agieren. Man kann hier natürlich C5 gegenspielen, ist nicht so mein persönlicher Geschmack, mag ich eher nicht so. Ich spiele hier auch tatsächlich eher in königsindischer Manier und das würde ja auch schön zum Thema passen. Jetzt haben wir einmal quasi königsindischen Angriff mit Weiß, also werden wir mit Schwarz hier auch was königsindisches spielen. Das macht doch durchaus Spaß. Okay, Springer C6 von Jürgen, ja, durchaus logisch, normaler Entwicklungszug. Ich mache hier sowieso relativ egal, was er macht. G3 und Läufer G2 erst einmal und guck dann, je nachdem, was er gezogen hat, wie ich dann im Prinzip weiterspiele. Aber das sind sowieso hier erstmal ein bisschen Schema-F-Züge, die hier so oder so erstmal kommen. Springer C3, ja, sowas habe ich jetzt erwartet. Ist halt auch sehr flexibel in der Reihenfolge, wie er das jetzt macht. Das macht durchaus Sinn. Ich werde jetzt einfach E5 hier tatsächlich spielen. Wirklich in typischer königsindischer Manier. Okay, Läufer D6, das ist jetzt stark französisch angehaucht. Die französischen Spieler tendieren hier immer zu dem Zug Läufer D6. Der ist auch an sich hier grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung und solide. Aber hier zeigt sich tatsächlich gegen königsindischen Angriff, dass viele Spieler hier sehr unterschiedlich spielen und das wirklich so ein bisschen auch mit der normalen Eröffnungswahl zu tun hat. Ich mache hier einfach Läufer G2. D3, okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr verhalten, was er da macht, ist aber allerdings auch nicht schlecht. Hier kann man jetzt H6 einschieben, wenn man möchte. Ich denke, ich werde das hier auch durchaus mal machen, einfach um Läufer G5 so ein bisschen aus der Stellung zu nehmen.
Das kann unangenehm werden, wenn er dann zu viel Kontrolle über die meisten Felder hat. Daher möchte ich ihm eigentlich nicht erlauben, diesen Läufer auf G5 gegen meinen Springer zu tauschen und mache hier deswegen H6 zwischen. Muss man nicht unbedingt machen, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber kann man sicherlich drüber streiten. Gibt sicherlich auch viele andere Züge, die hier interessant und sinnvoll sind. Aber ich möchte mir das einfach ungern erlauben, von daher, ja, verhindere ich das auf diese Art und Weise. Hier jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich muss spontan morgen Abend arbeiten, deswegen habe ich jetzt hier entschieden, das Turnier heute zu machen. Ja, Springer G7, das ist die logische Folge, wenn man sowieso schon Läufer D6 zieht. In der Regel wird dann irgendwann F6 folgen, um den Vorstoß E5 zu verhindern. Und der Springer bleibt dann in der Regel auf E7 stehen. Und dann kann er also nach kurzer Rochade auch so Manöver anstreben wie Läufer D7, Läufer E8, Läufer H5. Das ist dann sehr so im Französisch-Stil. Ich werde hier erstmal kurz rochieren. Auch der Flexibilität wegen. Er spielt jetzt H3. Das ist natürlich, ja, ein bisschen analog zu meinem Zug, wobei halt Läufer G4 muss er nicht unbedingt fürchten, weil im Gegensatz zu meiner Struktur, wo mein Läufer auf G7 im Moment so ein bisschen hinter der Bauernkette hängt, ist sein Läufer auf G2 ja frei, was das angeht. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Läufer G4 machen würde und würde den Springer auf F3 schlagen, dann hätte er den Läufer, der auf der starken langen Diagonalen halt wirkt. Und das Feld D4 könnte er immer noch ganz gut mit E3 verteidigen. Das ist bei ihm dann ein bisschen einfacher. Ich könnte natürlich auch das Feld D5 mit C6 verteidigen. Allerdings biete ich da schon mir eine Menge Angriffsfläche, weil sein Läufer ja auf der langen Diagonalen ist, wenn er dann mit B4, B5 oder sowas kommt. Also H3 aus seiner Sicht ist weniger sinnvoll als H6 aus meiner Perspektive hier. Das definitiv. Ich werde hier einfach jetzt Springer BD7 spielen. Es gibt viele Ideen, wie ich dann im Prinzip weiterspielen kann. Aber auch das hier erstmal gucken, wie er hier nun konkret weiterspielt. Kurz Rochade von Jürgen, das war zu erwarten. Hier sieht man häufiger den Zug Turm E1. Turm E1 ist allerdings hier eigentlich schon eine Ungenauigkeit. Denn Schwarz wird dann einfach F6 wahrscheinlich ziehen. Das ist ein Zug, den er halt sowieso machen will, weil sein Plan unter anderem sowieso ist, den Läufer halt über H5 rauszubringen. Von daher bringt mir der Zug Turm E1 nichts. Hier ist es viel interessanter, so wie Fischer im Prinzip zu spielen und hier das Manöver Springer H4 einzuleiten und dann mit F4 fortzusetzen, um so zu versuchen, den Angriff voranzutreiben. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob es hier noch Sinn macht, den Zug C3 einzuschieben oder ob ich den aus irgendwelchen Gründen eher nicht brauche oder nicht machen sollte. Da muss ich jetzt kurz nochmal drüber nachdenken. C3 kann halt immer das Problem haben, dass er das Feld D3 schwächt, also da gibt es dann auch Varianten, wo das mal unschön sein kann. C3 an sich hat auch keinen so direkten Vorteil, ist wenn überhaupt halt gegen D4 gerichtet, weil so Springer D4 oder so könnte ich ja später immer noch mit C3 vertreiben. Dafür bräuchte ich C3 nicht jetzt sofort spielen. Und C3 ist wenn eigentlich so gegen D4 gerichtet, dass er dann nicht das Zentrum komplett abschließt. Wobei mich das jetzt hier auch nicht stören würde, wenn ich halt den Zug F4 sowieso habe und mit dem weiterspielen kann und möchte. Von daher werde ich einfach direkt Springer H4 spielen. Läufer E3, durchaus logisch. Passt jetzt auch ins Konzept so ein bisschen. Und zwar H3 halt nicht gegen Läufer G4, sondern gegen Springer G4 gerichtet. Von daher auch das hier durchaus sinnvoll. Er wird jetzt wahrscheinlich irgendwann mit Dame D2 fortsetzen, mit dem Plan, den H6 zu attackieren. Da ich H6 jetzt eh schon gespielt habe, macht es jetzt auch durchaus Sinn, dass ich dort entsprechend weiter agiere und hier jetzt König H7 schon mal einschiebe. Den werde ich früher oder später sowieso brauchen. Und so gehe ich halt auch den taktischen Maßnahmen aus dem Weg, dass er da irgendwann mal mit Dame D2 oder Dame C1 oder irgend so einem Zwischenzug halt kommt, auf den ich reagieren muss und wo das dann vielleicht ja aus taktischen Gründen halt ein bisschen schwierig ist. Okay, jetzt macht er sowieso Dame D2, von daher war das aufgrund der Flexibilität auf jeden Fall gut. Und jetzt ist halt die Frage, wie ich hier weiter fortsetzen sollte. Hier könnte ich halt auch überlegen, ob ich meinen Springer von F6 jetzt wegziehe mit dem Plan F5 und eventuell F4 oder solchen Geschichten. Das wäre durchaus eine Idee. Könnte natürlich theoretisch C6 machen. Ist halt die Frage, ob ich dann wirklich D5 weiterspielen möchte oder
was dann mein konkreter Plan ist. Denn so von D5 zum Beispiel bin ich dann nicht wirklich überzeugt, wenn er dann schlägt und D4 spielt. Glaube ich eher nicht, dass das wirklich gut ist für mich. Von daher würde ich eigentlich tatsächlich gerne F5 spielen. Ich muss nur aufpassen, wenn ich halt den Springer jetzt von F6 wegziehe, ist die Gefahr sehr groß, dass er sehr vorteilhaft den Zug D4 hat. Aktuell wäre D4 nicht so schlimm, weil ich wahrscheinlich E4 ziehen kann. Dann würde ich den Springer von F3 vertreiben, könnte anschließend den Bauern auf E4 decken, das wäre in Ordnung. Aber sobald ich jetzt halt den Springer im Prinzip wegziehe, kann ich auf den Zug D4 nicht mehr E4 machen. Und das ist dann wahrscheinlich doch unangenehm, deswegen kann ich den, möchte ich den Springer von F6 hier nicht wegziehen. Von daher lande ich vielleicht doch bei dem Zug C6. Ich kann natürlich auch versuchen, hier erstmal raumgreifend A5 zu spielen. Das wäre auch eine Alternatividee. Ist auch nicht so schlecht. Würde halt B4 ein bisschen hemmen, würde eventuell halt. Dann müsste er A3 oder sowas machen. Ja, das sieht auch ganz vernünftig aus. Ich mache das einfach mal. Okay, Schachmatt Jung noch nicht gezogen, das heißt, ich bin noch nicht wieder dran. Muss natürlich aufpassen, es sind halt trotzdem, auch wenn es nur zwei Partien sind, zwei Partien gleichzeitig. Ich erzähle natürlich eine Menge nebenbei, das macht mich sowieso schon mal langsamer. Jürgen kommt jetzt hier mit B5. Ist grundsätzlich nicht untypisch. Ist natürlich immer die Frage, ob es dann irgendwann Probleme auf der langen Diagonalen gibt. Was durchaus sein kann. Dann ist die Frage, was er jetzt wirklich plant. Ob ich hier einfach meinem Plan folgen sollte mit F4. Er könnte halt überlegen, ob er C4 spielt. Das wäre eine Idee. Ansonsten könnte er vielleicht planen, Läufer B7 einfach zu machen und sich so weiterzuentwickeln. B4 oder A5 wäre natürlich auch möglich. Aber C4 ist halt ein relativ konkreter Zug, da ich jetzt, dass ich den Springer gezogen habe, nicht den Zug D4 darauf habe. Wäre halt da schon mal die Frage, wie ich dann darauf plane zu reagieren. Was denn da meine Ideen sind. Könnte ich natürlich auch versuchen, einfach zu ignorieren und einfach mit F5 weiterspielen. Das wird allerdings relativ schnell giftig. Da würde ich dann schon so Sachen wie F6 vielleicht drohen. Das könnte schnell unangenehm werden für ihn. Da kriege ich auf jeden Fall gute Angriffsmöglichkeiten. Das gefällt mir grundsätzlich erstmal ganz gut, so vom Plan her. Ich denke, ich mache hier erstmal F4. Mal gucken, was er darauf so geplant hat. Ja. Könnte natürlich hier theoretisch immer F5 gegenziehen, das kann er machen. Allerdings, wenn ich dann dort schlage, dann ist auf jeden Fall der Punkt D5 ziemlich schwach. Und dann werde ich versuchen, auf dem irgendwie rumzutreten. Und auch E6 wird dann natürlich zur Schwäche. Kann hier auch ganz flexibel F6 probieren. Das wird auch häufiger passieren. Dann ist es allerdings in der Struktur wiederum schon interessant, vielleicht auf D5 zu nehmen. Oder halt dann wirklich vielleicht so einen Zug wie Turm E1 einzuschieben. Dann allerdings mit den konkreten Ideen, dass entweder halt man auf D5 nimmt und irgendwie auf das Feld E6 geht. Oder vielleicht sogar nach so einem Zug, wenn er D4 probiert, E5 oder so zu spielen, weil es dann tatsächlich Probleme in der langen Diagonalen auf taktischem Weg gibt. Das ist auch drin. Ja, da muss man jetzt schon ein bisschen, also es ist nicht vielleicht super gefährlich, aber da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen, dass der Zug F5 hier nicht irgendwann mal unangenehm wird. Turm B1. Okay, also grundsätzlich natürlich sinnvoll, geht vor allen Dingen aus der langen Diagonalen raus, dass da nicht irgendwann mal was ist. Allerdings direkt B4 wird er sicherlich nicht spielen wollen, sondern er wird halt immer den Zug A3 vorher machen. Jetzt ist ja natürlich grundlegend immer die Thematik oder das eventuelle Problem, wenn ich halt auf A3
A4 spiele und er den A4 nicht sinnvoll attackieren kann, dann ist es natürlich für ihn schwierig, dann weiterzumachen. Von daher gibt es hier manchmal dieses Schema, dass er erst B3 spielen müsste, dann A3 und dann B4. Das wäre natürlich sehr, sehr langsam. Von daher überlege ich gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, den A4 zu verteidigen. Denn er kann natürlich, nehmen wir mal an, er spielt halt als nächstes A3, ich mache A4 und er macht damit C2, dann würde der Bauer auf A4 halt hängen. Jetzt halt die Frage, ob ich da irgendwie sinnvoll weitermachen kann. Ich könnte zum Beispiel überlegen, ob ich jetzt C6 mache, mit der Idee, dass ich dann nach A3, A4, Dame C2 und Zug wie Dame A5 habe. Einfach um den Bauern nochmal weiter zu schützen. Das kann ich durchaus überlegen. B3 will er dann nicht spielen, weil das ist schlecht von der Struktur her und ansonsten hat er nicht wirklich viele Möglichkeiten, weiter auf diesen Bauern draufzugehen. Von daher kann es gut sein, dass C6 ihn jetzt wirklich dazu zwingt, erst B3 und dann A3 zu spielen. Das wäre natürlich sehr langsam, auch wenn er da natürlich gutes Gegenspiel irgendwann kriegt. Ich glaube, das macht hier schon Sinn. Das machen wir ruhig mal so. Okay, Jürgen macht tatsächlich C4. Das wird natürlich jetzt wirklich, wirklich schnell giftig. Also er versucht da schnelles Gegenspiel zu kriegen. Allerdings halte ich F5 schon für relativ gefährlich da am Flügel. Das wird interessant. Das wird durchaus interessant. Ja, aber ich habe jetzt eh keine sinnvolle Alternative eigentlich. Auf D5 nehmen macht das Sinn in der Konstellation? Das wäre also das Einzige, was ich vielleicht noch überlegen würde, ob ich halt erst auf D5 hier irgendwie noch zwischennehme. Könnte auch auf D5 und auf C4 zwischenschlagen. Ist halt die Frage, ob ich wirklich was davon habe oder eher nicht. Die Sache ist halt, wenn er dann mit dem Springer nimmt und ich dann F5 mache, bin ich nicht sicher, ob ich wirklich was drohe, weil dann drohe ich F6 nicht mehr. So in der Konstellation drohe ich halt auf jeden Fall F6. Ich glaube, das macht mehr Sinn, hier direkt F5 zu spielen und dann vielleicht im nächsten Zug über so einen Zwischenzug wie ich schläge D oder so nachzudenken, je nachdem, was er macht. Aber da wollen wir jetzt konsequent bleiben und auch auf Angriff gehen. Okay, es kommt D4. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier mit E4 halt weiter zu spielen. Und ich denke, das werde ich auch tun, denn viele sinnvolle Alternativen habe ich dazu nicht. Ich kann das natürlich stehen lassen. Ist aber, glaube ich, auch nicht besonders ratsam. Denke, am meisten Sinn macht es hier schon entsprechend weiter zu spielen mit E4. Okay, Jürgen nimmt jetzt hier. Kann er natürlich machen. Jo, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant. Kann er natürlich einfach wieder nehmen mit dem Bauern wahrscheinlich, wenn dann. Und ansonsten würde vielleicht doch mal F5 hängen. Meinen Läufer schlage ich definitiv nicht. Also bleibt mir eigentlich nur die Wahl, mit dem Bauern zu schlagen, tatsächlich hier den Zug F6 mal einzuschieben. Ist halt die Frage, wohin das führt. Da müsste man jetzt ein bisschen rechnen. Da ist auch viel Stellungsgefühl tatsächlich interessant. Wie gefährlich ist dieser Angriff, der dann da entsteht? Ganz ohne ist er sicherlich nicht. Ist halt die Frage, ob der wirklich schon so stark ist, dass er da irgendwie Probleme bekommt. F6 wird er sicherlich schlagen müssen. Ansonsten ist der Zwischenzug immer gut. Dann könnte ich zum Beispiel danach überlegen, ob ich dann Springer schlägt E4 mache.
Das würde halt drohen, auf F6 einzudringen. Das wäre schon extrem unangenehm, glaube ich. Er kann dann noch Springer D5 machen. Dann könnte ich. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Hätte ich irgendwie Läufer H6 oder so. Das sieht schon sehr gefährlich aus. F6 sieht richtig gefährlich aus. Okay, was hat er da noch für Züge? Wenn er den nicht nimmt, kann er irgendwie was wie Springer G6 machen. Dann könnte ich vielleicht auch Springer schlägt E4 machen und könnte einfach versuchen, auf den schwarzen Feldern weiter rumzutreten. Das sieht auf jeden Fall unangenehm aus. Ist ziemlich interessant. Achso, der Springer kann vielleicht so schlecht wegziehen wegen der langen Diagonalen. Puh. Das ist, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem hat er das sehr, sehr schnell gespielt. Wer hat da irgendwas noch gesehen, was ich jetzt gerade nicht sehe? Oder er hat vielleicht auch was übersehen. Nee, also das möchte ich mir schon gern. So, hat er Läufer E5? F6. G schlägt F, Springer schlägt E4. Läufer E5 vielleicht. Dann kann ich. Wobei auch das ist nicht klar. Kann ich vielleicht trotzdem Springer schlägt F6 probieren? Können auch ganz aggressiv Dame H5 oder so machen. Könnte auch Springer schlägt F6, Läufer schlägt F6, Turm schlägt F6, Dame D4, Schach, Turm F2 probieren. Alles nicht so klar, nicht wirklich klar, ne. Gut, wir spielen ja hier ein Simultan, wo wir hier nicht, ich kann hier nicht ewig Zeit verschwenden, weil ich auch noch eine zweite Partie habe, wo mir auch Zeit verloren geht. Ich spiele tatsächlich immer F6. Mal gucken, was er macht. Wisst ihr, habe ich nämlich auch schon relativ wenig Zeit. Jetzt muss ich hier tatsächlich mal ein bisschen schneller werden, so ganz allgemein. Also machen wir das jetzt ja auch. Jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken, sonst wird die Zeit hier doch ziemlich knapp, auch wenn es nur zwei Gegner sind. Ich habe das grundsätzlich gemerkt, wenn man halt keine Übung daran hat, dann sind sowieso Partien, die man wirklich während des Spielens kommentiert, die, in denen man ja wirklich deutlich langsamer ist, weil man es einfach nicht gewohnt ist und das nimmt natürlich Geschwindigkeit raus. Okay, gut, dann wollen wir jetzt gucken, was er nach Springer schlägt E4 hier geplant hat. Aber der Angriff, dieses Angriffspotenzial ist sehr, sehr hoch. Das ist wirklich sehr hoch. Also Turm ist dabei auf der F-Linie, der Springer auf E4 ist dabei. Die Dame kann über G4 oder H5 ins Spiel kommen. Der Läufer von C1 ist ganz schnell dabei über H6 oder so. Das ist brandgefährlich. Und da gebe ich hier gerne einen Bauern. Zumal wir auch diese lange Diagonale hier als Potenzial. Und jetzt sieht man hier, wie schwächend der Zug B5 halt tatsächlich ist, wenn die Stellung dann aufgeht. Das ist ganz schnell, also auch wenn er hier so einen Zug wie Springer G6 oder so machen will zur Verteidigung, dann hängt sofort auf C6 eventuell was durch. Also das geht echt brandschnell. Und das ist halt jetzt echt schwer mit so wenig Bedenkzeit in einer Schnellschachpartie hier richtig zu berechnen. Also vom Gefühl her ist das aus praktischer Sicht auf jeden Fall spielbar für Weiß. Das auf jeden Fall, sonst hätte ich sie auch nicht gemacht. Ja, das war noch ein ganz solider Zug, den ich auf der Rechnung hatte. Hier hätte ich jetzt halt gedacht, ich kann auf jeden Fall Läufer H6 machen, wenn mir nichts Besseres einfällt. Und das ist mindestens unangenehm für ihn. Halt die Frage, ob ich noch was Besseres habe. Ich frage auch, ob ich sinnvoll auf C4 irgendwie zwischennehmen kann oder ob das nichts bringt. Ich kann auch immer überlegen, ob ich auf D6 nehme und dann auf D5 oder solche Kombinationen. Jetzt ist die Frage, was da überall bei rauskommt.
Also spontan würde ich auf jeden Fall so einen Zug wie Läufer H6 jetzt einschieben. Das kann eigentlich nicht wirklich verkehrt sein, da die Qualle einmal anzugreifen. Zumal ich keine wirklichen Gegenmöglichkeiten für ihn sehe. Oh, den mache ich auf jeden Fall erst einmal. Okay, jetzt gruppiert er hier in Ruhe sein Springvieh um. Das hüpft erstmal nach C2. Ja, jetzt wird es auch Zeit, meine Figuren ein bisschen umzusortieren. Und zwar würde ich gerne den Läufer C8 jetzt irgendwie rauskriegen nach F5 oder so. Jetzt müsste halt mein Springer von D7 mal irgendwie Platz machen. Könnte halt probieren, Springer B6 den C4 anzugreifen. Ist die Frage, ob mir das irgendwas bringt oder ob das eher nichts bringt. Könnte er B3 machen, dann könnte ich A4 überlegen. Ja, ist halt die Frage, ob das zu was führt. Ich könnte dann auch C5 überlegen. Ist vielleicht Springer BD5 ganz gut. Achso, dann würde natürlich A4 hängen. Aber ich könnte ja vielleicht auch einmal zwischennehmen auf B3 und dann Springer D5 machen. Sieht auch ganz solide aus. Kann nur die Frage in solchen Strukturen. Manchmal ist Springer B6 einfach gut, um hier Zeit zu gewinnen, tatsächlich, wenn er das nicht sinnvoll ausnutzen kann. Der Springer da nicht schlecht steht. Der Springer hat ja auch nicht wie wirklich gute Alternativfelder. Also B8 oder F8 sind jetzt auch nicht wirklich erstrebenswert. Von daher kann das durchaus ganz gut sein, hier den nach B6 zu stellen. Wir machen das mal. Wir gucken mal, was hier so passiert. Okay, jetzt kommt F5. Jetzt kann ich natürlich einfach die Qualle mitnehmen, wenn ich das will, indem ich erst auf D6 und dann auf F8 schlage. Aber hier möchte ich natürlich eigentlich schon nach mehr gucken. Eigentlich möchte ich ihn hier so billig schon nicht mehr davon kommen lassen. Stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ich nach Springer schlägt D6, Dame schlägt D6 nicht den Angriff einfach fortführe mit Dame H5 oder so, statt die Qualle zu nehmen. Ich kann auf jeden Fall Dame H5 zwischenziehen, da gibt es keinen Grund. Weil es erstmal wieder matt droht, dass er die Qualle halt irgendwie retten kann. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal ein sinnvoller Ansatz. Und dann wäre auch die Frage, wie er das matt dann tatsächlich gut deckt, denn da sehe ich auch nicht so wirklich was. Wie will er das denn bewerkstelligen? König H8 hat den Nachteil, dass die Dame nach F8 schlagen muss, dann kann ich auf D5 nehmen, dann hängt F5 hinterher, da fliegt eigentlich alles auseinander. Da rupfe ich alles kaputt, das geht gar nicht. Alternativ müsste er sonst das Feld G5 überdecken. Dazu hätte er entweder F6. Da hat er aber das gleiche Problem, dass nach Läufer schlägt F8 weder König noch Dame sinnvoll wieder nehmen können. Ansonsten blieb ihm nur noch Dame E7, aber da hat er genau das gleiche Problem. Kann ich gerade überhaupt nicht nachvollziehen, was hier der Gedanke ist. Vielleicht hat er da einfach taktisch was übersehen. Also ich weiß nicht, was er jetzt hier vernünftig machen will. Vielleicht hat er auch einfach Dame H5 übersehen und hat jetzt nur gesehen, dass er einfach mit dem König sonst auf D8 schlägt und hat sich das so überlegt oder so. Aber auch hier, ich könnte auch auf C4 irgendwie zwischennehmen. Weil ich habe einen Haufen guter Optionen. Eigentlich muss ich hier nur die richtige Variante finden, die ultimativ gewinnt. Hat das Zwischenschlagen auf C4 irgendeinen Nachteil? Er könnte Dame C5 Schach nebst Dame schlägt C4 spielen. Vielleicht ein bisschen solider als das andere. Okay, Dame H5 nochmal. Ist Dame H5 hier wirklich so stark? Ja, Dame H5 ist mächtig stark. Ja, Dame H5 ist mächtig stark. Mächtig stark. Vielleicht hat er den noch einfach übersehen. Weiß ich nicht, was er jetzt hier ziehen soll.
ist halt Bombenstellung. Ich habe halt nur einen Bauern im Prinzip geopfert, krieg jetzt halt Qualle mit Angriff, kriegt den Bauern wahrscheinlich auch wieder, also bleibt wahrscheinlich mit einer glatten Mehrqualle oder so über. Und er hat auch überhaupt kein Spiel dann danach. Das ist ziemlich tot. Sehe ich nicht, was hier das Problem sein soll. B3, ja, das hat mir schon erwartet. Jetzt wäre die Frage, ob ich mit A4 wirklich einfach fortsetze oder ob da irgendwas gegenspricht. Sehe ich aber nicht. Die A-Linie, wenn die aufgeht, ist das grundsätzlich gut für mich. Mein Turm steht da ja, sein Turm hat er von der A-Linie weggezogen. Von daher sollte ich das, denke ich, einfach mal machen. Und dann gucken wir, wie es konkret hier weitergeht. Ist ein bisschen ungewöhnlich, dieses Manöver. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich öfter schon Königsdänisch-Partien, also Königsdänischen Angriff, mit der Engine mal gecheckt habe und der häufiger tatsächlich dazu neigt, in solchen Stellungen hier mal Sprenger B6 zu machen. D5. Okay. Kann natürlich einfach C5 machen. Kann auch überlegen, ob mir irgendwo welche Zwischenschlagzüge was bringen. Muss ich aufpassen, nicht, dass sie wirklich schädlich sind. Nach A schlägt B, könnte er zum Beispiel Läufer schlägt B6 überlegen. Nach Dame schlägt B6. Weiß ich auch nicht. Turm schlägt B3. Hat natürlich seine Struktur ruiniert. Jetzt halt die Frage, ob da konkret irgendwas weitergeht, irgendwas weiter passiert oder nicht. Spricht wahrscheinlich auch nichts gegen C5 so direkt. Ist natürlich schade, weil er das Feld B5 kriegt. Dafür habe ich die lange Diagonale. Und was schön ist halt mit dem Zug C5, habe ich halt das Feld D4 unter Kontrolle. Das ist natürlich sehr angenehm. Er kann danach immer noch nicht auf A4 sinnvoll nehmen. Springer B5 kann er machen, schockt mich aber nicht. Er kann B4 nicht spielen, das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube, ich mache einfach C5. Das ist einfach ein bisschen einfacher, als erst auf B3 zu schlagen. Und das Schlagen auf B3 rennt irgendwie nicht weg. Von daher mache ich erst C5 hier. F6 von Jürgen, okay. Ja gut, jetzt kommt aber die Variante, die ich schon angekündigt habe. Läufer schlägt F8 und wenn Dame schlägt, dann nehme ich halt auf D5 und nehme dann auf F5 oder nehme vielleicht auch auf F5 direkt. Und ansonsten nach König schlägt, würde halt H7 hängen, von daher ist das auch ziemlich gut. Okay, jetzt kommt hier Springer B5, wie schon gesagt. Ja, droht aber so an sich nichts, hat natürlich hier ein bisschen unangenehm immer den D6 jetzt im Auge, da muss ich halt aufpassen, dass da nicht jetzt Läufer F4 kommt oder so und ich dann ein Problem habe. Aber ansonsten, ja, stört er da nicht unbedingt. Wie gesagt, da muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen, dass man da natürlich nichts einstellt, aber ansonsten ist der grundsätzlich erstmal kein Problem. Ich könnte jetzt erstmal auf B3 zwischennehmen. Das ist halt immer die Frage, wann der richtige Moment ist. Man darf natürlich den richtigen Moment nicht verpassen. Nicht, dass er irgendwelche taktischen Möglichkeiten hat, die man dann übersieht. Und wie gesagt, vor allem gegen Läufer F4 brauche ich jetzt halt einen Plan, was ich dagegen mache, wie ich dann den D6 decke. Ich kann natürlich immer einen Zug machen wie Läufer F8, aber das wäre hier sehr kontraproduktiv. Zumal ich ja gerade die lange Diagonale geöffnet habe für den Läufer. Also würde ich natürlich gerne was anderes da finden. Und was Aktiveres ist allerdings so ein bisschen die Frage, was. Ich kann Turm E7 machen, mit der Idee dann Springer E8, wenn er das macht. Ist allerdings auch ein bisschen passiv. Ich hätte gerne was Aktiveres. Jetzt habe ich das Problem, dass ich allerdings keinen Springer nach D7 ziehen kann, weil dann D6 immer hängt. Wie machen wir das am besten? Wenn ich erst einfach so einen Zug mache wie Dame E7, dann ermöglicht das vielleicht immer Springer C7, wenn ich Springer D7 mache. Ansonsten könnt ihr auch direkt dann Läufer F4 spielen, dann habe ich das Problem auch nicht gelöst. Läufer F5 wäre noch eine Idee, so ganz grundsätzlich, hat aber auch dann das Problem, dass er einfach da wahrscheinlich Läufer F4 macht und dann, wenn ich Springer C8 mache, macht er Springer E3, das ist auch nicht wirklich schön.
Ich kann auch versuchen, taktisch Gegenspiel zu suchen. Jetzt mit A schlägt B, A schlägt B, Turm A2. Mit der Idee, dann auf Läufer F4, Läufer F5 zu machen. Mit der Idee E3. Ziemlich giftig, könnte allerdings durchaus funktionieren. Wenn er das passiv verteidigen muss, habe ich danach vielleicht Springer C8. Könnte hinhauen. Machen wir das mal, ich spiele da gerne aktiv. Gucken wir mal, was so passiert. Okay, Jürgen nimmt da hinten mit der Dame. Ja, jetzt wäre halt die Frage. Ich glaube, ich mache mal Läufer D5 tatsächlich. Ich möchte den Läufer zwar den... Oh, die Reitspringer F5, das ist stärker. Muss ich aufpassen, nicht, dass es so einen Zug hat wie... Damit C5 Schach, aber dann hätte ich D4 noch. Da habe ich D4 noch, das kann er also nicht machen. Springer E3 oder so hat auch nicht. Ich glaube, ich mache Springer F5 direkt. Das ist, glaube ich, noch stärker. Oder jetzt nochmal. Erst auf C4 schlagen. Jetzt springe ich schlägt die 5. Okay, gut. Jetzt Turm A2, das war der Plan. Ist natürlich gefährlich, wenn man sich jetzt irgendwie verrennt, dann kann das sogar schnell zu Problemen führen, wenn man sich da jetzt taktisch vertan hat mit dem ganzen Manöver hier. Okay, gut. Gucken wir, wohin das führt. Gucken wir uns das an. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller spielen. Sehr undurchsichtig das Ganze. Aber so wird es wenigstens eine spannende Partie. Und das ist ja das, was wir hier sehen wollen. Ja, E3, das ist natürlich möglich. Das kann er natürlich machen. Das geht. Und nu wird's interessant. Und nu wird's interessant. Wenn ich einen Zug Zeit habe, mache ich vielleicht einfach... Okay. Dem hatte ich hier nicht gerechnet. Jetzt wird es auch taktisch interessant, weil der Läufer auf F4 hat keine Felder, das heißt, ich kann über G5 nachdenken. Er hat natürlich auch G4, aber... Buh. G4, aber ich kann dann auf F4 nehmen, wenn er auf F5 nehmen, habe ich F3. Das sieht schon sehr übel aus. Ja, das ist übel. Das ist übel. Das ist übel, das ist übel. Jung macht hier Springer E5, okay. D4 vielleicht einfach. Geht der Springer hin? G6 oder was? Das ist aber auch sehr passiv alles. Kann ich mit dem Turm vielleicht auf die E-Linie? Ja, sieht ganz gut aus. Kann auch auf D5 immer nehmen, wenn ich will. Muss ich natürlich nicht, aber kann ich natürlich immer. Muss jetzt nur das Tempo stark erhöhen. Jetzt bin ich wirklich hier sehr weit runter mit der Zeit. Wobei 20 Sekunden Aufschlag ist gar nicht. Entschuldigung. Ist grundsätzlich gar nicht so wenig, aber natürlich, ja, gegen zwei Gegner. Jetzt ein bisschen sputen hier. Allerdings glaube ich, sind beide Stellungen auch gerade sehr gut. Also eigentlich ist jetzt nur noch eine Form der Verwertung hier halt nötig.
Hier halt auch. Ja, das habe ich halt gesehen. Ach so, der Turm schlägt. Ach, ich bin auch wieder ein Dösball. Jetzt habe ich es natürlich nicht ganz genau gemacht, weil ich nicht im Kopf hatte, dass der Turm von F1 natürlich jetzt in der Variante nicht mehr da ist. Das heißt, er kann natürlich den Läufer nach der Variante, die ich eben gesagt habe, nach F1 ziehen, was die Stellung wesentlich verbessert. Der Läufer ist da zwar auch nicht super aufgehoben, aber zumindest ist nicht alles gleich ganz katastrophal für ihn. Trotzdem ist die Struktur natürlich langfristig ein großes Problem für ihn. Ja, das ist auf jeden Fall gut, also das ist keine Frage. Springer G6, das haben wir erwartet. Jetzt ist die Zeit echt knapp. Türme ins Spiel. Okay, jetzt muss ich mich nicht sputen. Hier habe ich genug Zeit, aber gegen Jürgen ist die Zeit jetzt sehr, sehr knapp. Was heißt, dass ich auch hier schnell spielen muss, weil wenn Jürgen sonst spielt, läuft meine Zeit dann natürlich. Da muss ich jetzt erstmal bei Jürgen etwas Zeit aufholen, dass das hier vernünftig läuft. Okay, Läufer zieht dahin. Ja, jetzt brauchen wir halt konkrete Ideen, hier irgendwie durchzukommen durch die Stellung. Ist aber nicht so einfach. Machen wir erstmal C3 hier, Zentrum stabilisieren. Da muss es hier gleich irgendeinen Plan finden, da irgendwie durchzukommen. Springer H6 kann ich überlegen. Ich sehe auch nicht genau, was er direkt bringen soll. Jetzt ist nur die Frage, ob ich irgendwann auf D5 nehmen sollte. Sein Läufer könnte halt schlecht werden. Springer auf G6 ist auch nicht toll, aber ich muss halt irgendwie einen Plan finden, da durchzukommen. Vielleicht auch einfach auf D5. Achso, ich könnte auch überlegen, auf D5 zu nehmen und dann vielleicht so einen Zug zu machen, wie ich springe. Oder vielleicht auch so, Springer E3 ist vielleicht auch gut. Ja, jetzt halt die Frage, entweder gruppiere ich den Springer nach E5 um, und dann geht es auch nicht direkt weiter, oder ich sammle mit der Dame jetzt den F5 erstmal ein. Könnte sich den B7 holen, aber sein König ist natürlich schwach. Wenn ich jetzt den Springer wegziehe, dann... Ich würde gerne an den König irgendwie rankommen, aber ich komme da noch nicht ganz durch. Ich kann natürlich auch Turm E5 machen und den mit dem Turm abholen. Das vielleicht stärker. Ja, das gefällt mir, weil der Turm macht sonst ja, finde ich, viel. Das gefällt mir. Und dann kommt die Dame vielleicht irgendwie hinterher. Oder die anderen Figuren irgendwie hinterher. Hat auch nicht wirklich viele Felder für seine Figuren. Ja, wie kommen wir hier jetzt durch? Wie kommen wir jetzt durch? Einfach Springer E3, weil der Springer da so stark ist. Dann macht der Springer E7 vielleicht einfach. Jetzt habe ich eine Idee. Geben wir mal einen Schach. Gucken, was er drauf macht. Ich gehe in die Ecke, okay. Auf die Schwächen. Auf die Schwächen. Ein bisschen schnell spielen. Wenn ich jetzt F5 nur machen kann, wo ich nichts anderes sehe, ist das natürlich super. Dann kann ich Springer E5 oder so machen. Dann habe ich natürlich alles, was ich will. Kann den Springer nicht wegziehen wegen Springer F7. Kann ich dann so machen wie Läufer E8, aber selbst dann ist das... Ja, dann hängt der 5. Ne, das geht auch nicht. Was ist das für ein Plan? Will er Läufer H3 machen? Das ist aber mehr als mutig. Jetzt habe ich aber Springer G4 nebst Dame H4, das ist ja gleich vorbei. Oh, das war, bis eben war das eine gute Partie wirklich, aber das war jetzt, der war jetzt, das Feld darf es mir nicht geben. Das ist jetzt tödlich. Das ist tödlich. Also ich habe es hier, ja, wegen der vielleicht nicht so guten Zeiteinteilung jetzt hier,
weil ich das nebenbei kommentiert habe und dann mir da noch zu viel Zeit gelassen habe und zu sicher war gegen zwei Leute, dass das zeitlich kein Problem wird. Ja, so vielleicht doch ein guter Einstieg mit dem kleinsten Simultan der Welt. Ja, jetzt glaube ich ist hier, jetzt droht halt Dame H4 und er kann auch irgendwie den Flügel nicht verteidigen. Den Läufer auf den Weg zu ziehen hilft nicht. Das, die Felder kann er nicht decken. Läufer H3 nehme ich dann einfach auf H4. Er kann mit dem König nicht rauslaufen. Kann mit dem König nicht zurück, weil der Turm ist hoch. Und ja, das wird jetzt matt in wenigen Zügen. Das sollte er nicht mehr verteidigen können. Da hat er mir das Feld gegeben, aber ein bisschen zu. Ja. Weiß ich nicht, ob er einfach den Läufer dahinstellen wollte und dachte, ihm passiert hier nichts oder. War auch noch gar keine Panik geboten, weil direkt drohte da ja noch gar nichts. Also so ganz klar Ideen, wie ich hier gewinne, hatte ich hier noch nicht. Aber da hat er jetzt halt einiges durch den Zug H4 ermöglicht. Ja, okay, König F1 wird dann halt matt und das wird halt auch matt. Gut, einen haben wir schon mal gewonnen. Bleibt noch die zweite gegen Jürgen. Und dann gucken wir hier. Hier ist jetzt Jürgen dran. Ich habe halt nicht mehr so viel Zeit. Aber hier will ich auch keine Gefangenen machen. Ja gut, F6 hängt einfach. Wenn er den hergibt, dann steht der Springer da halt auch super und gefährlich. Kann den Läufer hergeben. Das ist aber auch nicht erstrebenswert, weil sein Springer nichts kann in der Stellung, die dann entsteht. Und wie gesagt, nach F5 Springer E5 hat er halt keine Möglichkeit, dem Springertausch auszuweichen. Und dann ist sein Läufer halt auch eine Krücke und meine Schwerfiguren übernehmen die Kontrolle über die Stellung. Und das sollte jetzt hier technisch auch nicht mehr so schwierig sein. Okay, er will noch ein bisschen tricksen. Was ist sein Plan? Was ist sein Plan nach Springer F6? Springer F6 droht matt auf H7, also kann er, wenn überhaupt, nur Dame F6 machen? Hat er mit Dame F6 Turm F6 gerechnet? Kann sein. Und dann, nee, selbst das wird ja zu nichts führen. Weiß ich nicht, was er da gedacht hat. Keine Ahnung. Da geht einfach gar nichts mehr nach Springer F6. Da geht gar nichts, weil halt matt auf H7 droht. Und auf E8 droht ja auch zu schlagen mit, alles hängt. Da geht gar nichts mehr. Das ist um. Ja, irgendwas Beliebiges hier. Will er mich vielleicht hier noch ein bisschen quälen? Springer D7 oder so nimmt ja hier auch alles weg. Nimmt ja auch alles weg hier. Ja. Dies ist kein Problem hier. Glatter Turm mehr. Kein Gegenspiel. Alles hängt, alles droht. Das war's gewesen. Im Prinzip kann ich meine Quote gegen Jürgen ausbauen. Ich habe in seinem Simultan bisher zweimal gegen ihn gewonnen. Und die letzte war eine sehr, sehr spannende Partie. Die hat er eigentlich gewonnen. Aber er hat mir dann Remis wegen des guten Kampfes angeboten. Aber hey, wir haben gewonnen. Na, das lief doch mal wunderbar.